Sommersaison ist eröffnet, Marina Mark steht vor uns, du trittst gleich in Forst auf. Wie fühlt sich das an, endlich wieder vor den Fans zu stehen? Es fühlt sich mega an, endlich wieder vor den Fans zu stehen, vor allem live singen zu dürfen. Auf der Bühne ist das größte Geschenk, was ich so haben kann und darf in meinem Leben. Und ich genieße jeden einzelnen Auftritt tatsächlich. Und wir hören natürlich auch gleich von dir den neuen Song Weißt du noch? Der steckt ja voll Erinnerungen. Persönliche Eigenschaften auch mit drin? Ja, auf jeden Fall. Ich habe den Song mitgeschrieben. Ich habe sogar ganz intensiv an der Produktion mitgewirkt. Es war mir wichtig, dass so ein kleiner Nashville-Country-Touch mit reinkommt, weil ich das ja sehr, sehr mag. Und ja, das sind ganz viele Erfahrungen in dem Song aus meinem eigenen Leben und das wollte ich den Menschen da draußen mit auf den Weg geben. Und es gibt noch eine richtig gute Nachricht, die du vorgestern schon verkündet hast. Du bist bei der nächsten Tour die Vorband von Kerstin Ott. Wie sehr freut dich das und macht dich da stolz? Es freut mich riesig. Ich bin wahnsinnig stolz und ich habe es aber immer noch nicht richtig realisiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie kam es dazu? Die Kerstin und ihr Manager haben sich ja bei meinem Management und mir gemeldet und dann sind wir so zusammengekommen und ich konnte es wirklich gar nicht fassen und ich freue mich natürlich riesig. Das wird mega, wir matchen glaube ich ganz gut und ja, die Leute können gespannt sein und ich hoffe, dass ganz viele natürlich zu den Konzerten in den Arenen kommen werden.